So Leute, herzlich willkommen zum Blood-on-Blood-in-Walkthrough, zu die Kelche. Ich habe mir gedacht, das kann man eigentlich ganz toll live machen, weil es eigentlich egal ist. Weil die Kelche sind so dermaßen separat vom Spiel, habe ich mir gedacht, das kann man eigentlich live auch machen. Kurz ein paar Infos für die, was später dann zusehen, wenn das Ganze auf YouTube ist, zu die Kelche. Also, es gibt natürlich extrem viele Kelche bis zur Königin runter, aber machen muss man nur fünf Kelche. Und genau, das ist einmal die wichtigste Info. Und wir fangen einfach direkt mit dem ersten Kelch an. Also, das ist der falsche Altar. Wir gehen zu dem Altar und machen den ersten Kelch auf. Ne? Da sind die Anforderungen, sind Ritualblut 1, 2 Stück, das haben wir, und 1000 Blutechos, kein Problem. Und Ritual durchführen. Yes. Perfekt, somit können wir in den ersten Kelch hinein. Ich hoffe, dass wir das Ganze schaffen in 2 Streams. Einfach chillig und gemütlich. Einfach gemütlich. Einfach gemütlich. Servus ZJVZKERZ. Habe die Ehre, mein Freund. Habe die Ehre. Ja, und ich muss ein bisschen dazu reden für die Leute, was das später schauen. Bei den Kelche ist eben ganz wichtig, das ist fast das Wichtigste, dass man nicht sagt, man sprintet einfach durch von Boss zu Boss, weil man braucht die Materialien von den Kelche, was man in die einzelnen Gänge findet und so weiter, braucht man dann immer für den nächsten Kelch dann praktisch auch. Ne? Aber im ersten Kelch, da geht es um noch nicht so viel. So, machen wir die Türe auf. Zack. Ich muss ja sagen, die Kelche sind das, was ich in Bloodborne natürlich am wenigsten gespielt habe. Ich habe schon viel gespielt, aber sicher schon lange nicht mehr. Und darum ist das auch für mich jetzt wieder mal spannend, weil ich weiß nicht einmal mehr, welche Bosse da genau kommen praktisch. So. Vorhin mit deinen Demon's Souls Platin Run selber Platin gespielt. Hey, Gratulation zu Platin. Auf jeden Fall Gratulation. Ich kann deinen Namen leider nicht aussprechen. Hey, danke für das Lob. Danke, wenn es dir geholfen hat, dann ist perfekt. Dann ist perfekt. So, schauen wir mal. Alles klar. Okay. Der Kelch ist nur relativ einfach. Fakt ist, die letzten zwei Kelche werden richtig heftig. Ja, ja. Die letzten zwei Kelche bis zur Königin runter, die sind so richtig mies. Die sind teilweise sogar schwerer als das DLC, muss man sagen. Ja. Da haben wir eine Blutsteinscherbe, sehr geil. Okay, da haben wir einiges an Rattenplagen. Molotow-Cocktail. Okay. Okay, wir machen guten Schaden, aber das ist kein Wunder in Kelchstufe 1. Schlimm wäre es, wenn wir da keinen guten Schaden machen würden. Weg Silberkugeln. Ja, ich brauche halt eigentlich eher Kelchmaterial. Ja, Molotow, alles klar. Servus Roman, schönen Abend, mein Freund. Schönen guten Abend, Roman.
Glänzende Münzen, ja, das ist natürlich gar nichts. Gar nichts Gescheites quasi. Und in die Kelche ist es so, dass das ist der einzige Ort im Bloodborne, wo es auch teilweise versteckte Wände gibt, in die Kelche. Und die Bosse werden halt auch richtig heftig werden, also besonders in den letzten zwei. Da haben wir teilweise Rom, haben wir da im Kelch, ne? Dann Amygdala, das ist sowieso, glaube ich, einer der schwersten Bosse aus ganz Bloodborne. Amygdala im Kelch ist so mies, Wahnsinn. So im Hauptspiel ist es extrem leicht, aber im Kelch ist ekelig. Ja, Amygdala. Okay, passt. Da können wir noch nicht hinein. Müssen wir zuerst den geheimen Zugang finden. Das dürfte jetzt kein Problem sein eigentlich. Da liegt ein Item in der Luft oder was? Ah nein, der liegt am Berg oben. Blutfiolen. Okay, alles klar. Essenz Festung. Okay, wenn solche roten Phantome kommen, dann ist da irgendwo die Beschwörerin. Die müssen wir killen, da steht schon die Bitch. Perfekt. Eigentlich wollte ich den parieren, die fette Sau. Ja, das wäre natürlich richtig geil, wenn jedes Kelchverlies so einfach wäre, dann hätten wir morgen Platin. So. Hey Kleriker, servus! Willkommen, Kleriker, zum uninteressantesten Stream des Jahres, Kelche von Bloodborne. Interessiert keine Sau. Ritualblut 2, sehr gut, brauchen wir für den nächsten Kelch. So gehört das. So. Dann gehen wir schon zum ersten Boss. Ne? Erster Kelch ist wirklich kein Problem. Ist einfach so. So, jetzt bin ich falsch gelaufen. Für mich persönlich sind die größten Probleme bei den Kelchen definitiv ist mein Orientierungssinn. Hoppala, ja, da bin ich, muss ich auch nicht rein. Boah, schreck mich. Ja, richtig, du sagst das, Kleriker. Das gehört durchgeknüppelt. Ich habe eh überhaupt keine Lust drauf. Also, es ist schon spannend, ne? So ab Kelch 3, 4, weil das sind geile Bosse dann auch. Aber boah, Kelche sind halt das. Kelche sind auch die seltenste Trophäe von Bloodborne, weil die fast keiner zu Ende spielt, ne? Aber mein Gott. Wir ziehen das durch. Komplett egal. So, haben wir da schon einen extra Raum? Nein, Kelch 1 noch nicht. Erster Boss. Ich weiß nicht, was kommt, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Ah, der. Alles klar. Okay. Ist Bloodborne vielleicht das leichteste Spiel der Welt? Gibt es auch noch keinen Extra-Raum? Alles klar.
Nein, den Traum des Jägers brauche ich noch nicht zurück. Okay, da haben wir die Tür. Ah, okay. Ganz wichtig ist halt, ich brauche unbedingt Kelchmaterialien für den nächsten Kelch. Kleriker, ähnlich wie die Opala. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Ich hoffe, das aktualisiert. Ja. Ähnlich wie die gemalte Welt in Dark Souls 1, sie ist da. Ich laufe sie ab, aber der Boss ist unnötig aufwendig, ohne geile Belohnung. Ja, circa so sind die Kelche. Obwohl in die Kelche gibt es ja eigentlich schon geile Belohnungen. Für was war der Raum jetzt gut eigentlich? Ich sehe schon, ich muss mir Fackel ausrüsten. Jawohl. Quecksilberkugeln. Klerikerbeste, wie schaut es eigentlich aus? Wann streamst du wieder mal oder was zockst du aktuell so, Kollege? Du hast ja eigentlich auch ziemlich leibend gestreamt. Ich meine, ich bin ja nicht so der Streamer, ich mag ja streamen eigentlich gar nicht so. Aber ab und zu kann man schon machen, finde ich, ne? Ab und zu geht das. Okay. Alles klar. Wo kommt ihr her? Ihr könnt eigentlich nur daher kommen, ne? Von da müsst ihr kommen. Ja, natürlich. Okay. Haben wir da. Ah, der schräge Vogel. Das ist mit Abstand der verstörendste Gegner in ganz Bloodborne. Servus, Kevin. Hey, leibend, dass du dabei bist, Kevin. Habe die Ehre, mein Freund. Der Typ ist so strange. Es ist verstörend as fuck. Ah, schaust ab und zu rein, Kevin. Ja, und genau passend, ja, der ist verstörend, der Manio. Roman, den Manni, den nackten Typen, ne? Und passend zu seinem Tod schaut das Item direkt aus seinen Arsch. Ne? Ein Schorss-Item. Okay. So, ja, es geht super dahin. Zweite Tür entriegelt. Ein Scheiß-Item. Kevin, wie lange musst du arbeiten heute? Kleriker, haha, ich zock zurzeit viel Schlafgut-Geschichten. Aha, okay, in der Hauptrolle. Ich um mein Bett. Es ist ein geiles Game, ja. Bin auf der Arbeit aufgestiegen. Gratulation und jetzt sehr viel am Lernen, okay. Ja, du hast natürlich nicht so viel Zeit für Zocken, weil der Beruf ist dann doch wichtiger, ne? Ah, so lang, Kevin, bis 9:30 Uhr, okay. So, dann nehmen wir Zeichen eines starken Jägers. Die Tür ist offen. Direkt zum zweiten Boss. Ja, die Kelche machen schon Spaß, so ist es nicht. Ne? Es ist nur. Es ist halt ein langer Weg bis zur Königin. Natürlich kannst du mir auf PlayStation adden. Warte mal, Kevin, ich schreibe mal mein Nickname in den Chat rein. Moment. Kannst mich gerne adden. Gehen wir mal zocken gemeinsam oder so, wenn du Bock hast. Moment, muss da ganz kurz so schauen. Genau. Hoppala.
Oh fuck, jetzt fliegt mir das Handy auch noch runter. So, ab zum zweiten Boss. Bin schon sehr gespannt, wer das ist. Da gehen wir rein. Das Problem wird sein, das wird das Hauptproblem, dass man. Gibt es da schon einen Bonusraum? Nein, auch noch nicht. Na, das war schlecht. Dass man die ganzen. Ja, das reden wir noch an. Kein Problem, Kevin. Ah, die fetten Wächter. Ja. Okay. Alles klar. Jawohl, und wir haben den Ptumero-Wurzelkelch. Und da schaue ich gleich mal. Ich glaube, das ist schon der erste Kelch, den was man nicht machen muss. Da muss ich kurz nachschauen, weil man muss nicht alle machen. Moment, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Genau. Ah, mach's Part 11, Kevin, geil. Geil. Bist du sehr schnell. Genau, das nächste Kelch ist der zentrales Puteruminisch Labyrinth. Das bekommen wir eigentlich vom nächsten Boss. Sprich, den Kelch müssen wir eigentlich gar nicht machen. Für Platin ist er irrelevant. Ja, es kann sein, dass wir machen müssen für die Materialien. Das kann sein. Aber schauen wir mal. So, letzte Ebene von dem ersten Kelch. So, da. Ebene 3, sehr gut. Dann hätten wir den ersten Kelch erledigt. Ich wünsche alle, was bis jetzt da sind, einen wunderschönen Abend. Willkommen bei Bloodborne Kelche. Wie gesagt, dem unattraktivsten Teil, was Bloodborne zu bieten hat. Aber mit Bier geht alles, ne? Mit Bier geht alles. So, da gehen wir später rein. Ah, da kann man sich wen beschwören. Wen? Oleg. Na, danke. Drop Attack. Wir gehen da links. Wer? Ah, die sind ganz wichtig, weil die droppen Arkanschleier. Da haben wir. Arkanschleier brauchen wir unbedingt. Mit Bier wirst du zum Tier. Herr Klerikerbeste, ich hätte eine Frage. Ah! Ist der Ton in Ordnung, Kleriker, oder ist irgendwas zu laut? Bin ich zu laut oder irgendwas? Servus, Mikulasch. Wunderschönen guten Abend, mein Kollege. So. Sackträger. Ah, Blutsteinscherbe. Ich brauche eigentlich Kelchmaterial. Eigentlich. Okay. Wo steht die Tussi? Wo steht die Beschwörerin? Die muss oben stehen. Die muss dann oben stehen. Ritualblut 2, wunderbar. Da ist die Beschwörerin. Ritualblut 2 ist super. Okay, danke, Kleriker. Hey, Frontale Faust. Erstens mal richtig geiler Name, Frontale Faust. Mahlzeit, Kollege. Schön, dass du dabei bist. Kelch Nummer 1, ja genau. Kevin, weil wir müssen ja die Königin besiegen, die ist ganz unten bei den Kelche.
Und dazu müssen wir 5 Kelche mindestens machen, wenn nicht mehr. Ne? Und die letzten zwei sind hardcore schwer. Teilweise sogar schwerer. Meiner Meinung nach sind die letzten 2 Kelche schwerer als das DLC. Weil man hat da nur Hälfte Leben und so. Man muss die Kelche spielen mit Hälfte der Lebensleiste. Das ist wirklich übel. Das ist wirklich übel. Aber macht auch Bock, ne? So. Blutfiole. Das Wesen kenne ich auch nicht. Servus. Richtig, Roman. Absolut richtig. Das ist der verfluchte Kelch. Der ist ein Horror. Nur dazu muss man da Amygdala im Kelch bekämpfen. Das ist eine Katastrophe. Kaltblut Tau 3. Naja, brauche ich eigentlich nicht. So, da haben wir eine Falle. Ah, der was. Okay. Die Runde geht an dich, Dicker. Jawohl, wir öffnen den letzten Kelch. Es macht schon Bock. Es ist nämlich so, wie gesagt, in Bloodborne habe ich eigentlich schon alles gespielt, nur die Kelche natürlich schon lange nicht mehr. Und darum ist es richtig geil. Ja, Kevin, mit Level 120 wirst du vielleicht in den letzten 2 Kelche trotzdem Probleme haben. Aber es ist definitiv machbar. Ich bin jetzt so Level 80 mit dem Charakter. Du müssen sicher nur 20 Leveln her für die letzten zwei. So, jetzt fahren wir da aber noch rauf mit dem Aufzug. Das lassen wir uns nicht nehmen. Achso, das haben wir ja runtergekommen, genau. Der Aufzug, den haben wir sie vorhin geholt. Wo ist der jetzt? Da ist er. Mikulasch, also nach Bloodborne kommt, achso, das war ironisch gemeint, Kevin, alles klar. Nach Bloodborne kommt als Großprojekt Dark Souls 3 Platin Walkthrough 100% und nebenbei würde ich gern ein, zwei Souls-like auch platinieren. Geplant wäre Mortal Shell oder Salt and Sanctuary oder, ja, Lords of the Fallen. Wie gesagt, es kommt sowieso alles im Laufe der Zeit, aber jetzt einmal Dark Souls 3 als Großprojekt und so zwei, drei kleinere Souls-like als Nebenprojekt. Jetzt einmal Bloodborne fertig bekommen, ne? Roman, Dark Souls 1 kommt dann auch. Es kommt Sekiro, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Dann hätten wir alle From Software. Dann hätten wir alle From Software Spiele durch und dann kommen alle Souls-like. Es kommt Code Vein, es kommt Hellpoint, Mortal Shell, Lords of the Fallen, es kommt Salt and Sanctuary, Blasphemous, oh, es kommt nur The Search, von bis alles. Einfach alles. Ich will einfach in 2 Jahren sagen können, auf meinem Kanal ist jedes Spiel, was Souls-like ist, auf Platin. So, was haben wir da Schönes? Grabschemel 1, super wichtig, super, super wichtig. So, ist das alles, oder? Ach so, da können wir nur runtergehen, alles klar. Das hat sie nicht recht ausgezahlt. Servus Schrödinger, ist ein geiler Name. Schrödingers Wolf. Hocht sehr wie extrem gute Wurstsorten. Schrödingers Geräucherte. So, okay, alles klar. Ja, ein bisschen früher angefangen, Schrödinger. Schrödinger. Alles klar, okay. Gut, dann würde ich sagen,
Zeichen eines starken Jägers und zum letzten Boss in diesem Kelch. Und dann hoffe ich nicht, dass wir schon das erste Problem haben, dass uns die Materialien fehlen für den zweiten Kelch. Das wird wahrscheinlich so sein. So, ich bin gespannt, was da jetzt kommt, ich weiß es nicht mehr. Ah, da haben wir einen Bonusraum. Den machen wir natürlich. Erste Bonusraum im Game. Also in die Kelche. Frontale schreibt, freue mich, wenn Bloodborne in 60 FPS rauskommt. Absolut richtig, frontale Faust. Demon's Souls auf der PS5 hat mich so mitgenommen. So ein geiles Spiel. Ist wirklich ein fantastisches Spiel. Servus Robin. Ich stream mit der 5er. Die PS5 ist es. Ja, es ist schön, Schrödinger. Blutsteinscherbe, es ist nicht das gewünschte Objekt, mein Freund. Alles klar. Quecksilberkugeln. Molotow. Warum mache ich das? Keine Ahnung. Zeichen eines starken Jägers. Ja, Schrödinger, zum Release sogar. Grabschimmel 1, 3 Stück, herrlich. Absolut geil. Zum Release hast du auch schon eine, Schrödinger. Eine PS5. So, das könnte. Nein, das ist ja zu früh. Oh. Ja. So, jetzt gehen wir da durch. Ja, ist eine Falle. 3 Blutfiolen. So, und da haben wir die extra Kiste, die gibt's. Ritualblut 2 und was haben wir drinnen? Ritualblut 2, alles klar. Das ist sehr gut. Geht's da noch weiter? So, warte mal kurz, ich lese kurz den Chat da wieder kurz. Mikolas hatte erst Bedenken, mir Demon's Souls zu holen und jetzt spiele ich fast jeden Tag. Gestern habe ich den Flamelurker First Try geschafft. Respekt, mein Freund. Flamelurker ist einer der Top 3 schwersten Bosse aus Demon's Souls. Kleriker beste Idee ist Anspiel. Wahrscheinlich nicht Kleriker. Ich bin nur immer so geschockt von meinem Run mit DS3 Kleriker. Das war im Dark Souls 3 so eine Scheißklasse. Der ist geil, ja. Ah, du holst da eine, wenn der Wahnsinn aufhört. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, Schrödinger. Es war absolutes Glück, dass ich eine bekommen habe, eine PS5. Und ich finde das eine Frechheit, wie das Ganze da abgeht mit der scheiß PlayStation 5. Weil ganz ehrlich, so geil ist es auch nicht bis jetzt. Es gibt nur Demon's Souls. Also außer Demon's Souls gibt es kein ordentliches Game für die 5er. Jetzt kommt zwar Returnal am 30. Kleriker, ja, da muss ich vielleicht mit Kleriker spielen, schauen wir mal. Ich weiß, dass er in Dark Souls 1 anscheinend besser ist, der Kleriker, als wie in Dark Souls 3.
Ich sage, in Dark Souls 3 im DLC spätestens ist Ende im Gelände mit Kleriker, wenn man gegen die Dämonenprinzen kämpft. Katastrophe. So, da liegt eine Leiche, da waren wir schon. Ja, ab zum letzten Boss vom ersten Kelch. Ja, absolut Kleriker. Achso, der Schrödinger hat das schon. Ah, da ist da noch eine Tür? Nein. So, Boss-Time, falsche Richtung. Keine Ahnung, wer da jetzt lauert. Ja, super, und ich hab Feuerpapier ausgerüstet, ich Trottel, Alter. Ja, gut. Genau, diesen Kelch brauchen wir jetzt. Den Zentral-Pateramu-Kelch. Gut, ja. Das ist aktuell noch verdammt leicht, aber genau der Boss kommt im vorletzten Kelch und ist einer der schwersten. So, erster Kelch abgeschlossen. Jetzt hoffe ich zumindest, dass wir den zweiten Kelch direkt öffnen können. Ohne dass wir nochmal einen Kelch machen müssen. So, den können wir schließen. Kelch entfernen. Kelchritual. Jawohl, kann ich öffnen. Ich habe die Ritualblut, die genügen. Den überspringen wir direkt. Den brauchen wir nicht für die Platin. Wir gehen sofort zu den Zentral-Ptermero-Kelch. Perfekt, wir haben 8 Ritualblut 2 und können ihn somit durchführen. Sehr geil. So, ich lese mal kurz in den Chat zu echt geilen Typen rein. Bescheiden zurzeit, sagt der Schrödinger. Absolute Auswahl, ja. Mo, myself and I. Ist ein geiler Name. Servus Mo. Ich sage an der Stelle auch mal vielen Dank für den Demon Souls Guide und für den tollen Kanal mit einem lässigen Guide. Ich mag die auch, Haberer. Danke. Marco Becken, spielst du die Kelche mit dem Platin Walkthrough Charakter? Spielst du die Kelche nur live? Genau, Marco Becken. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also, das ist der Platin-Walkthrough-Charakter, richtig. Und ich spiele ausnahmslos nur die Kelche live. Also, das DLC, das andere, Menzies Albtraum, alles drum und dran, kommt ganz gewohnt in normale Episoden. Ich habe nur gedacht, die Kelche sind so dermaßen vom Hauptspiel abgetrennt, dass man die ruhig live machen kann. Das hat eigentlich so nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Darum habe ich gesagt, okay, die Kelche streame ich einfach, macht ein bisschen Spaß, ein bisschen quatschen mit den Leuten und so. Ne? Haben wir gedacht, die Kelche mache ich live. Das ist auf jeden Fall offizieller Teil vom Platin Walkthrough. Kommt natürlich auch in die Playlist rein, kein Problem. Ne? Bloodborne-Mann ist wieder da. Servus, moin Jack. Mist, wieder kaum Zeit zuzuschauen. Macht überhaupt nichts, Bloodborne-Mann. Aber cool, dass du trotzdem reinschaust. Schrödinger schreibt, habe mich bei DS1... Achso, okay, die quatschen da. Okay, Roman, ciao, Baba. Blitzspeer. Jeff, die Schwätzer, du bist geil. Roman, also die... Ja, okay, da gibt's Diskussionen. Wir gehen in den Kelch. Kann ich schon leveln? Nein, kann ich nicht, oder? Nee. So. Zweiter Kelch von 5. Von 5.
Das Krone für den Kleriker, stimmt, Roman. Ah, Daxl sind sie ja so geil. Es gibt auch großes Problem bei den Kelche, Leute. Und das ist, die schauen fucking alle gleich aus. Ja, da reden jetzt die Dark Souls 1 Profis im Chat. Der Kleriker ist sowieso eine Klerikerbeste ist eine Dark Souls 1 Legende. Mikolasch, hast du mitbekommen, dass Goody Werbung für dich mit den 100% Dimmelsatzwaffen macht? Ja, Mikolasch, der Goody und ich sind öfter in Kontakt. Wir waren schon mal in der Party alles. Wir kennen uns, der Goody und ich. Ist ein ganz lässiger, leibender YouTuber. Richtig, für mich ist es der beste Guide-YouTuber von Deutschland, muss ich so sagen. Im deutschsprachigen Raum sogar. Ja, Kleriker, dass du eine Legende. Ciao, Roman. Dass du eine Legende bist in Dark Souls 1. Das weiß man einfach. Aber warte mal, warte mal. Ruhe. So, genau. Michael, Servus, liebe Grüße, habe meine Platin Demon's Souls geholt. Jetzt steht sie rum, die PS5, hoffe auf Elden Ring. Hey, Amen, Michael. Amen. Und Gratulation zur Platin auf jeden Fall. Richtig geil. Es ist schön zu sehen, wie viele Leute das jetzt nicht wegen meinem Walkthrough, sondern allgemein, wie viele Leute das sie in Demon's Souls Platin holen. Und ich muss auch sagen, hey, guten Abend, Robert. Guten Abend. Ich finde es richtig geil, dass mit Demon's Souls jetzt so viele Leute das Souls-Genre kennenlernen, was vorher eigentlich mit Souls nicht so viel zu tun gehabt haben. Also das ist äußerst leibend. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Danke, du Arsch. So. Glänzende Münzen. Das ist nicht gut. Robert, absolut nicht. Ich bin Bloodborne schon gewohnt. 4000 Spielstunden in Bloodborne. Ich bin sowieso, ich merke sowas, ich merke sowas eigentlich nicht recht, muss ich sagen. Ah, ey, das war aber starker Auftritt, mein Freund. Voll motiviert, wie der Michael Jackson in seine besten Tage, Kollege. Ritualblut 3, absolut majestätisch, absolut majestätisch. Und Ritualblut 2, nicht ganz so majestätisch, eher königlich. Marco, ja, das stimmt. Ich spiele die Dark Souls-Spiele nur wegen den Demon's Souls Remake und wegen dem Geiz. Hey, richtig geil, Marco. Dann hast du nur extrem viel geile Stunden vor dir, mein Freund. Robert, also ich fand es eklig, als ich mal wieder Bloodborne gespielt habe. Okay, hast den Unterschied so extrem gemerkt? Alles klar. Ja, ich hoffe, dass er mal Bloodborne vielleicht ein Remake kommt oder so. Man brauchen tut man es nicht. Es ist nach wie vor ein super schönes Spiel, aber geil wäre es ja trotzdem, ne? Ach so, alles klar. Ah, okay. Mo, myself and I, also Souls-Genre lerne ich durch Bloodborne kennen, gefolgt von Dark Souls 1, 3. Auf der PS3 wollte ich nicht zurück für Demon's Souls. Verstehe ich total. Obwohl ich finde, dass das Demon's Souls, Demon's Souls PS3-Version ist sogar für mich persönlich noch eine Spur besser als das Remake, weil es einfach so einen eigenen Charme hat. Ich weiß nicht genau warum.
So. Da gehen wir rein, würde ich sagen, ne? Genau, da geht's weiter. Morgen. Ich könnte eigentlich mir andere. Ach ja, ich war noch nicht im DLC. Ich Trottel wollte jetzt den Boomhammer nehmen, aber das ist ja der Platin-Charakter und ich war noch nicht im DLC. So. Zeichen eines starken Jägers und ab zum ersten Boss. Es wäre so schön, wenn das Ganze so easy weitergehen würde, aber es wird nur so schwer. Ich glaube, das habe ich schon 10-mal gesagt. So, rein da. Gibt es keinen Bonusraum? Alles klar. So, Boss-Time, die vierte. Oh, der ist scheiße. Oh fuck, okay. Der hat mich jetzt total überrascht. An den Pisser kann ich mich nur erinnern. Der ist nicht ohne. Der kann einen richtig zusteggern. Drei Bisse und weg. So, für den brauchen wir Blitzpapier. Das Geile ist an die Kelche, dass es Bosse gibt, die sonst, die was man jetzt sonst nie sieht, ne? Ja, das ging schnell. Ja, Schrödingers Wolf. Dein Nachname ist Programm, ne? Bei dem Typen da. Man kann ihn aber parieren. Ja, und Scheiße. Jawohl. Und raus mit die Eingeweide, du Arsch. Jawohl und tschüss. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Da bin ich gestorben. Ja, das war der erste Tod in die Kelche. Es folgen 1000 weitere. Kevin schreibt, hab gerade bemerkt, dass ich dich mit meinem PS Plus Account geaddet habe. Okay. Schicke dir heute Abend von meinem richtigen Account eine. Sorry, kein Problem. Kleriker, ich fand Demon's Souls extra auf PS3 nochmal durchgespielt, weil ich zu Release keine PS5 bekommen habe und schon so geil drauf war. Ich glaub das, Kleriker. Hey Jakob, guten Abend, Jakob Geiger. Wunderschönen guten Abend. Top seriös, Mo, myself and I. So, zweite Etage. Ja, ich weiß, dass am Schluss keiner mehr dabei sein wird, aber ich möchte trotzdem heute 3 Stunden streamen. Weil ich möchte unbedingt mindestens 3 Kelche schaffen. Oder 4. Schauen wir mal, morgen um die gleiche Zeit wieder. Zweite Kelche tischen. So. Oh, fucky, fucky, fucky. Ja. Schmutziger Edelstein.
So, jetzt sind wir im Bonusraum. Ich muss mir das immer selbst sagen, weil mit meinem Orientierungssinn vergiss ich den Scheiß wieder. Okay. So. Ah! Gescheißen, sorry. Macht a Geschwächte. Alles klar, ganz ruhig. Wir brauchen so viel Materialien. Denn der nächste Kelch wird sicher schon sehr viel Materialien brauchen. Ist schon der dritte dann eigentlich. Eieiei. Hey Max, servus, du geiler Hund. Super. Hast du vorher auch alles live gemacht vom 100% Run? Nein, das ist die einzige Sache, was ich live mache, Kevin, sind die Kelche vom 100% Run, weil die Kelche sind dermaßen, ja, haben so wenig mit dem Spiel selbst zu tun, dass man die ruhig separat machen kann, meiner Meinung nach. Dickes Kaltblut. Extrem dickes Kaltblut, muss ich sagen. Blutfiole und Ritualblut 3, herrlich. Was ist denn da los? Ah, schlecht! Schreckt mich aber! Boah! Erst wo ist denn da der ganze Lärm? So. Klasse von den DD-Laberer jetzt Lust bekommen. Demon Souls, okay. Achso, Dark Souls, okay. Alles klar, Kleriker. Ja, man kann. Das ist auch bei den Souls-Spielen, ne? Das steckt halt extrem schnell an. Es ist sehr viel Lärm. Wie komme ich da hoch? Ist da irgendwo eine Leiter? Ja, da geht's hoch. Oje. Oje, oje. Oh fuck. Oh, fetter Hund. Okay, ah. Ah, Schatztruhe. Ah, da ist er drin. Der Hintergrabkelch, Leute, die was das nicht wissen, ist ein Kelch, den kann man so nebenbei machen, nicht platinrelevant. Der leichteste Kelch von allen, der Hintergrabkelch, und hat so 5-6 Etagen, ist eigentlich wirklich der leichteste Kelch. Machen wir nicht.
So. Morgen. Dann gehen wir rüber da. Für was ist der Raum gut? Ich meine, ist ein optisch schöner Raum, keine Frage. Aber für was ist er gut? Für nix, oder? Okay, der Raum ist dazu gut, dass mir irgendwer ein random Skelett irgendwas am Schädel schießt. So, da muss ich wieder raus. Okay, dann geht's weiter. Kevin, was meinst du, was ich dort bekomme? Beim Hintergrabkelch oder was meinst du genau? Ah, jetzt bin ich wieder da. Toll. Runter. Nichts Besonderes. Das ist einfach nur vielleicht einmal ein paar, ja, nichts Erwähnenswertes. So, jetzt in die nächste Stage. Es sind halt verschiedene Bosse drinnen, aber wie gesagt, kann man mal machen, aber für ein Platin-Walkthrough braucht man es nicht. Servus. Krabbeln wir hoch. Servus. Alles klar. One Hit. Ich war voller Leben, glaube ich. Nein, ich war nicht voller Leben. Ich hab nicht genau, ich war nicht voller Leben. Dann nochmal. Wow. Blutsteinscherbe. So. Feuerpapier, das ist geil. Wer schreit da so deppert? Ah, servus. Blutsteinscherbe nochmal. Und wichtig in die Kelche ist immer auch die Wände behauen. Also die Wände, wo es so aussehen, als könnten sie vielleicht
Wände sein, die was durchbrechen, so wie hier zum Beispiel. Ab und zu ist dahinter ein geheimer Händler und verkauft seltene Waffen. Molotow. Okay. Aber da geht's sonst nicht weiter. Dann gehen wir rüber. Ganz einfach. Ah, okay. Sehr geil, da unten haben wir schon den Hebel. Machen wir Drop Attack. Hä? Oder habe ich mich da getäuscht? Ist da gar nicht der Hebel? Warum steht der Fette da herin? Dicker? Das könnte auch eine sein? Nein. Ah, da. Na, bin ich falsch? Warum ist der Dicke da gestanden? Komisch. Okay. Ah, von da sind wir gekommen. Idiot. So. Gut, dann schauen wir noch mal nach oben. Haben wir einen Hebel übersehen? Da drinnen vielleicht? Jawohl! Auf der Stiege zu parieren ist wirklich unmöglich. Komm. Ah, das Blut. So. Perfekt. So, Zeichen eines starken Jägers und ab zu Boss Nummer 2 vom zweiten Kelch. Ja, bis jetzt geht's ja noch. Bis jetzt läuft's eigentlich ganz gut. Okay, da haben wir diesmal keinen extra Raum. Ah! Von diesem Boss bekommt man die Knochenaschen, Knochenmarkaschenrüstung, die beste Rüstung gegen Feuer. Wenn wir den besiegen, können wir uns die kaufen mit Einsicht. Jawohl! Ja, jetzt die holen wir uns gleich die Rüstung natürlich. Jawohl, wir haben den Zentral-Ptermeru-Wurzelkelch. Jetzt schaue ich kurz, ob das der ist, den was wir als drittes brauchen. Glaube ich nicht, schauen wir mal. Na, wir brauchen als nächstes unteres ptumeranisches Labyrinth. Den brauchen wir als nächstes, bekommen wir dann vom Endboss. So. Maurice, guten Abend, Servus, mein Freund. Kasi X, Servus, Kollege. Dank deines Account-Builds habe ich wieder mit Bloodborne angefangen. Das ist geil. Bloodborne Account macht mega Spaß, gell, Kasi? Bin zurzeit bei den Kelchen zur
plus 5 Kugelrune. Ah, geil. Richtig geil. Parieren kann er. Ja. Ja, geil. Geil. Das Bloodborne Arcane macht so Bock. Das ist mit Abstand die spaßigste Art und Weise, für die Bloodborne durchzuzocken. Vielleicht haben wir doch sicher wieder einen Bonusraum, oder? Yes. Und wir sind schon in der letzten Ebene angelangt. Ist so, gell, Kleriker? Arcane ist einfach geil. Macht so Bock. Was? So, Ruhe. Ich frage mich, ob da hinter dieser Türe wer ist. Keiner außer fünf. Ritualblut 3, danke sehr, lieber Bloodborne-Gott. Ritualblut 3. Mo, myself and I. By the way, ich finde es voll gut, spielerisch mit FSK-Inhalt im Hintergrund Österreichisch zu lernen. Ja, das ist zwar nicht das primäre Ziel, aber okay, es funktioniert anscheinend. Mit einem Schlag sind die Zeugen Jehovas erledigt. Max, der ist gemein. Finish it. Ups, ich hoffe, das ist. Nein, so ist. Ich wollte jetzt nicht Shit nennen. Fennesith, Fennesith. Servus, hab Platin mit deinen geilen Demon Souls gemacht. Gratulation zu Platin. Echt perfekt gemacht, danke Kollege. Bin nun am Bloodborne dran, fehlt nur noch Bisklo. Nur noch Bisklo, was du das findest, den leidenden Loran-Kelch, zweite Ebene. Amygdala besiegen, leidenden Loran-Kelch holen und zweite Ebene einfach die Bestienklaue holen und dann hast du Platin, Kollege. Ja, geil, was du jetzt erreicht hast. Oh fuck! Okay. Dark Souls 3 Flashbacks. Kasi, oh ja, bin aber öfters gestorben als du. Habe Leben daher auf 24 und Arcane 99. Ist war sehr geil. So. Es ist geil, so, ist jetzt lauter Souls-Fans, das ist so geil. Man braucht im Leben keine Leute außer Souls-Fans. Wer ist das? Übertreib nicht, Klein. Okay, man merkt es, jetzt werden die Gegner werden stärker. Nicht viel, aber sie werden definitiv schon stärker. Feuerpapier? Ja, genau, Frustschweiß zusammen, Schrödinger. Absolut richtig. Bin jetzt in diesen Raum wegen Feuerpapier gegangen. Wirklich? Willst du mich verarschen? Aber es schaut so aus, ja? Schräg wegen einem Feuerpapier haben die einen ganzen Gang gemacht. So viele Wege, Wahnsinn. Fühl mich leicht verarscht. Da drin ist die Hauptkiste.
Mäßigungsschit. Und ich hoffe auf Ritualblut 3. Grabschimmel 2. Okay, kann man machen. Ja, Fantasy, das ist Geschmackssache, ne? Ich finde da, dass, also wenn ich ein Soul-Spiel spiele, egal welches, ich bevorzuge immer Stärke, aber wenn man das Spiel dann schon auswendig kennt, dann ist einmal so ein Arcane-Run oder vielleicht ein Dark Souls, Pyromant oder Magie-Run einfach mal richtig geil abwechselnd, finde ich. So, was jetzt? Ah, da geht's raus. Boah, lauter Fallen. Ritualblut 2, ja. Grabschimmel, okay. 5 Stück ist schon sehr viel. Ritualblut 2. Und haben wir noch eine Kiste? Sind. Nein, ich glaube, das war's mit den Kisten. 1, 2, 3 Kisten, alles klar. Passt. Maurice schreibt, hatte mal einen originalen PS3 und PS4 Controller in der Hand, um zu testen, wie man damit Dark Souls 2 zockt. Okay. Komme leider nicht mit den Sticks zurecht. Dark Souls hat sich leider erledigt. Ja gut, Maurice, verstehe, aber das ist einfach Gewöhnungssache, oder? Schrödinger, bin voll bei dir, sobald man die Klassen und die Waffen wechselt, hat man ein neues Spielerlebnis. Absolut richtig, Schrödinger, fände ich auch voll. Spiele gerade Blutfärbung mit Blattletter und Kanone. Das ist auch natürlich ein extrem geiler Bild. Ist voll geil. Okay, alles klar. Ja, da ist es platt, ja. Da bin ich platt, absolut. Ja, you died, aber sowas von. Das war schlecht. Traurige Posaune, die traurigste überhaupt. Alter, wer hat da die Tür aufgemacht? Okay, so, kein Problem. Das waren schon wieder die Zeugen, die kommen schon direkt rein. Jetzt habe ich nur eine Frage, wo sind meine Blutechos? Da liegen sie. Perfekt.
Leben am Stein. Ja, ganz sicher, Max. Ganz sicher. Okay, extrem viele Schätze gibt es da. Ritualblut 3. Okay. Handgelenk des Weisen, das ist natürlich. Müssen wir nur erzählen, dass du mir nicht bemerkt hast. Handgelenk des Weisen ist geil. Ich weiß zwar nicht warum und für was ich es jemals brauchen werde, aber es ist ein Kelchmaterial, was ich sicher irgendwann brauchen werde. Was haben wir da Feines? Grabschimmel, super. So, das wären alle Truhen gewesen. Es war sehr erfolgreich. Dann gehen wir in den Hauptraum. Okay, da lauert der Tod drinnen. Ah, da liegt nur ein Item bei dem Dicken, das muss man noch holen. Jawohl. Da hätte ich sowieso vorbeigemusst. Ich wollte ja gleich mal sagen, in Zukunft, wenn ich einen Platin-Walkthrough mache, dann wird das natürlich in regelmäßigeren Abständen hochgeladen. Das wollte ich gleich mal sagen. Weil jetzt war es halt so, ich habe echt viel Probleme gehabt mit der Gesundheit, war auf Kur, dann haben wir mein Auge verletzt und jetzt rennt der schon seit 5 Wochen, dieser Platin-Walkthrough. Ist viel zu lang eigentlich. Aber bei Bloodborne ist es ja nicht so schlimm, weil das ist ja eher eine Herzensangelegenheit. Die meisten haben ja schon Platin im Bloodborne. Fast. Nächstes Mal, Kollege. Gut, dann krabbeln wir da hoch. Ich bin schon gespannt auf den Boss jetzt. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wer da kommt. Oi. Okay. Okay, wo kommst du her? Du kommst da raus. Das heißt, dort drinnen ist die Hexe. Wo haben wir die nette Lady? Da ist sie. Super. Ist da vielleicht schon der Hebel? Das wäre natürlich äußerst geil. Ja, da haben wir schon einen Hebel. Du
Gut, Viola, jetzt machen wir da auf. Maurice, deine Videos sind ja sehr unterhaltsam, aber deine Gesundheit geht doch echt vor. Und wenn dich mal nicht fühlst, dann ist das so. Ein gesunder Gamer ist ein guter Gamer. Ja, hast absolut recht und danke für das Lob, Maurice. Echt nett von dir. Du warst ja schon früher dabei, Maurice, oder? Ich glaube, du warst schon, bist schon länger dabei. Zumindest den Namen kenne ich, ne? Dass ich das richtig verstehe. Die Kelche sind Bestandteile vom Hauptspiel, gell? Ja, genau, das gehört zum Hauptspiel. Und eine Trophäe von Bloodborne ist Besiege die Königin und die findet man eben nur, das ist der Endboss von die Kelche. Ganz unten in, von die puteranischen, oder wie man die ausspricht, Kelche ist die Königin und die muss man besiegen für die Trophäe. Das ist die seltenste Trophäe nach Platin. Noch der Trophäe Platin in Bloodborne ist die Königin besiegen. So, eigentlich könnte ich jetzt Zeichen eines starken Jägers nehmen. Und vielleicht kurz auch zur Information: die Kelche werden nie stärker. Ja, wenn man ins New Game Plus geht, wird alles stärker. Die Gegner werden stärker, das DLC wird schwerer. Die Bosse werden schwerer, aber egal ob du NG1 bist oder NG1000, die Kelche bleiben von der Schwierigkeit immer gleich. Und für die letzten zwei Kelche empfehle ich einen Level von 120, so circa. So, da gehen wir rein. Extra Raum oder nicht? Wahrscheinlich schon. Nein, kein extra Raum. So, Endboss von diesem Kelch. Keine Ahnung, was da kommt. Dazu werde ich mir Feuerpapier auf jeden Fall nehmen. Das wird das. Ja, genau, Ben, ich hatte nur nicht so viel Zeit. Ah, genau, Maris, genau. Schrödinger, das ist eine wertvolle Info, danke. Ah, kein Problem, Schrödinger. So, was haben wir da jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, Scheiße. Der ist irre. Okay, der Schaden ist so extrem, was wir machen. Ah, ich kann ihn nicht parieren. Geh! Ja, geh, weißt du was? Okay, den kann man normal gut parieren, nur ich hab's jetzt nicht gut gemacht. Jawohl, wir haben den nächsten Kelch, der 5, unteres Ptermuru, bla bla Kelch. Genau, Max, die Kenos-Rüstung ist meine absolute Lieblingsrüstung im Bloodborne. So, jetzt schaue ich noch, das ist nämlich der dritte Kelch, der was verpflichtend ist, dass wir im Weg zur Königin runterkommen. Moment. Unteres, genau, das ist es. Unteres Labyrinth. Moment, muss ich kurz schauen. Unteres Labyrinth. Wenn man den puttermerianischen Abkömmling besiegt hat, und genau das haben wir gerade gemacht. Das heißt, wir sind fertig mit diesem Kelch.
und haben die ersten zwei Kelche erfolgreich bestanden. Aber ab jetzt wird es schwerer und dann wird es übel. So, jetzt gehen wir zum Einsichtshändler. Und jetzt holen wir uns da diese Rüstung. Die bekommen wir jetzt durch das, dass wir den Boss besiegt haben. Beste Feuerwiderstandsrüstung im Game. So, leveln. Nun gut. Okay, alles klar. Die Echos sollen zu eurer Kraft mich. Ich gehe auf Vitalität 31. Stufe 86, super. Ein bisschen auffrischen gehen. So, haben wir schon bessere Steine? Ich denke natürlich nicht, ne? Nee. Wir haben 14 Einsicht. Ah, die Einsicht hebe ich mir fix auf für Kelchmaterialien. Jetzt. Hey Dominik, servus, Kollege, grüß dich, mein Freund. Kelch entfernen. Ja. So. Jawohl, wir haben genug, ist das geil. Unteres Thermo, ja. Den brauchen wir. Wir können den dritten Kelch machen, ohne dass wir weiterhin farmen müssen. Und das ist eine Sensation. Ich meine, ist keine Sensation, aber ist geil. Ja, dann machen wir den gleich. Ah, hast den Part fertig geguckt, Dominik? Geil, 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 Dominik. Schrödinger, du machst vor der Puppe auch häufig aus Versehen eine Geste. Ja, genau. Dachte schon, das ist nur bei mir so. Na, Schrödinger, das ist, wenn man gewisse Tastenkombinationen drückt, dann macht man irgendwelche Gesten, ne? Dominik, hast du schon die Platin? Ich glaube, du hast die Platin schon, gell? So, ab in den dritten Kelch. Der wird jetzt natürlich schon ein bisschen schwerer. Klar, der ist schon Stufe 3. Ich weiß gar nicht, gibt es da jetzt schon 4 Stufen oder 3? Werden wir sehen. Ja, bis jetzt läuft es ja super geil. Gibt es vielleicht schon einen Bonusraum gleich zu Beginn? Ja, gibt es einen Bonusraum? Da gibt es einen Bonusraum. Oi. Okay, down. Eine Blutfiole. Wer die Blutfiole nicht ehrt, ist den Estus nicht wert. Ja. Ja. Ja, ich hatte die Krone einfach verkauft vom Logarius. Bin jetzt an Nio. Nio ist das geilste Souls-like ever. Bin jetzt an Nio und Dark Souls dran. Wobei Dark Souls am liebsten mit einem Walkthrough von dir. Kommt alles, Dominik. Jetzt kommt eh der Dark Souls 3, kommt das erst. Auf das habe ich richtig Bock. Dark Souls 3. Hallo? Bin ich da zurückgelaufen, oder? Zwillingsblutstirnscherbe. Ja, muss eh wieder hoch. Ah! Da haben wir noch was. K
Karl Pluto. Ja, Kleriker, mit dir muss ich aber ehrlich gesagt, ich habe Dark Souls 3 live gestreamt, da habe ich Riesenprobleme mit dir gehabt, aber ich finde mit dir trotzdem keinen schweren Boss. Man darf nicht vergessen, ich habe einen Pyro-Only-Run gemacht und Pyromantie ist bei mit dir einfach fast unmöglich, fände ich zumindest. Warum gehe ich da raus, ich Trottel? Dominik zieht sich alles rein. Das ist geil. Danke, Dominik. Wenn es gefällt, dann passt es, ne? So, wo geht's jetzt lang? Ich muss ja sagen, die ganzen Kelche. Ah, da sind wir richtig, ne? Gibt es einige Items. Die ganzen Kelche erinnern mich so extrem an Dark Souls 3, die Katakomben von Karthus und an das Vorzimmer des Königs, oder wie das heißt, aus Dark Souls 3. Das finde ich ein bisschen schwach, dass die so extrem recycelt haben. Ja. Pyro-Blitzbogen. 4 Stunden hat es gedauert, weil ich Vitalität auf 15 hatte. Alter, Vater, okay. Vitalität auf 15 ist schon hart. Schrödinger, Dark Souls 3 ist dafür verantwortlich, dass ich From Software Fan geworden bin. Geiles Spiel, ja, voll Schrödinger, ist ein super Game. Blutfiole. Oh, die sind böse, aber geil designt. Die sind böse Wächter. Aber es gibt einen Gegner in die Kelche. Die kommt später, ich glaube in die letzten 2 Kelche. Das sind diese Tussis, die was so ausschauen wie das Mädchen aus The Ring. Die sind für mich die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Die haben einen Damage Output, das ist fast One-Hit, und sie sind unendlich aggressiv. Mo, myself and I, spielst du außer Souls-like eigentlich noch andere Genres? Ritualblut 3. Mo, ja, also ich bin extremer Fan von guten Story-Spielen. Zum Beispiel meine absoluten Lieblingsspiele sind unter anderem Red Dead Redemption 2, God of War 4. Last of Us 2 habe ich auch richtig gut gefunden. So kleine Geheimtipps, was auch super Story haben, sind A Plague Tale Innocence, habe ich auch mega gefeiert. Aber natürlich auch Open-World-Spiele wie The Witcher oder Assassin's Creed Odyssey war ziemlich geil. Sowas, aber nichts mit so Call of Duty oder Death Stranding, die Scheiße brauche ich wirklich nicht. Und da so Horrorspiele ab und zu, Resident Evil sehr gern. Aber keine Horrorspiele, wo man sie nur versteckt. Das mag ich auch nicht. Mich würde sehr interessieren, was ihr allgemein so gern zockt. Ich glaube, da haben wir gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Was ist für euch, was an alle 23 Leute, was jetzt da sind? Ich würde eines gern wissen. Was ist euer absolutes Lieblingsspiel of all time? Das würde mich echt interessieren. Eine einzige Auswahl. Was kein Souls-like ist, weil wegen dem sind wir alle da, ne? Einfach so. Das würde mich echt interessieren. Red Dead 2 und Last of Us 2, ja, das haben wir gleich. Fire Soul, Kingdom Hearts, coole Wahl, coole Wahl. Ist schwer, gell, Schrödinger, sich auf eins zu beschränken, ist wirklich verdammt schwer, es ist wirklich schwer. Okay, wir haben den, wir sind fertig. Jetzt können wir eigentlich rausgehen.
Max the Witcher, okay. Ja, das ist wahrscheinlich eine sehr häufige Antwort. The Witcher ist eh verdammt gut, ja. Mo muss ein paar Minuten. Ja, es ist eh gemein. Bart Bobo ist auch wieder da, sehr was. Dead Space ist auch super, ja. Ja, eins. Dann sagt es einfach drei. Sagt es einfach drei Games. Half-Life, okay, interessant. Na, schaust du, sind die Geschmäcker verschieden, ne? Aber geil. Man, der Klerikerbestie, der Mr. Klerikerbestie braucht es gar nicht schreiben. Bei dem weiß ich, dass seine absoluten Lieblingsgames My Name is Mario Teil 1 und Teil 2 sind. Der süchtet das unendlich. Jeden Tag spielt das fünfmal durch. Ja, fallen, ne? Zack. So, da ist dann der Zugang. Perfekt. Der Mann kennt mich. Ich hab's gewusst, Kleriker. Oh, okay, Mafia 1. Da habe ich das Remake platiniert, Schrödinger, von Mafia 1. Habe ich ziemlich gut gefunden. Aber das hat einer der schwersten Trophäen gehabt aller Zeiten. Das war das Autorennen. Das war absolut eklig. Ah, öffnet sich nur von der anderen Seite. Sehr selten so ein Spruch in einem Souls-Spiel. Ghost of Tsushima war sehr gut. Tsushima, oder wie man das ausspricht. Ich muss aber sagen, ein bisschen enttäuscht war ich schon, weil ich habe eigentlich gedacht, dass Ghost ein bisschen mehr so ist wie Nioh oder Sekiro. Es war dann eher mehr wie Assassin's Creed, ne? So, wo ist die Tante? Oh fuck. Okay. Oh Scheiße. Shit, Mann. Oh, die Roten machen so Schaden. Die Roten machen so Schaden. Wo kommen die her, die Roten? Ah, von da drinnen. Von da. Ah, Scheiße. Da steht's. Au. Aber es hat alle, was jetzt da sind, es hat echt leibende Typen. Mit euch kann man wirklich geil über Games und über Souls und so reden. Echt cool. Okay, da steht so ein Bastard. Fick dich! Ich wollte gerade den Chat lesen, Haberer. Verstehst du das? Warum bist du so gemein? Blutfiole. Mo schreibt, ach, hab kein Lieblingsspiel, glaube ich, aber Spiele mit guter Story sind auf jeden Fall oben im Kurs. Verstehe voll, Mo, es ist auch eine richtig dumme Frage, wen auf eines zu begrenzen. Horizon Zero Dawn ist gerade gratis im PSN. Habe ich schon platiniert, Mo, aber danke, ist ein super Spiel gewesen. Darf Bobo, ich kann die absolut verstehen. Ich finde Sekiro zumindest die schwerste Game for From Software, habe ich glaube ich gestern oder vorgestern schon gesagt im Stream, war wirklich heftig, war echt eine schwere Platin. Aber die schwerste, also ich habe jetzt 68 Platin und die schwerste Platin bis jetzt war Mortal Shell. Weil du musst mir das. Das Spiel selber ist eigentlich ziemlich geil, erstens und zweitens mal ziemlich nicht so schwer, aber man muss das ganze Spiel mit No Shell durchspielen, sprich. No Hit. Man darf nicht ein einziges Mal getroffen werden, quasi. Und das ist
So hardcore schwer. Wirklich schwer. Hey Patrick, Servus, welcome back, little friend. Schönen Abend. Richtig geil, dass der Patrick auch da ist. Der war nämlich vor 2 Tagen auch schon da. So, wir können zum ersten Boss gehen. Markus, Abend, Kollege. Markus ist am Start, richtig nice. Der ist auch absoluter Bloodborne-Fanatiker, der Markus. Das hat man schon gesehen. Absolut am richtigen Weg des Lebens. So, ich weiß nicht, was da kommt, ne? Aber zur Sicherheit mal Bestienblut-Tablette und. Alles klar, warum schon wieder ihr? Fick dich, Dude. Zu früh. Was tue ich? So, jetzt. Ah, ich komme nicht weg. Ja, wer jetzt von euch? Nur einer bitte. Wieder zu früh. Jetzt. Du bist ein richtiger Arsch. Jawohl. Die drei Dicken waren schon ein bisschen stärker. Die waren schon ein bisschen stärker, die drei Dicken auf jeden Fall. So, zweite Etage. So muss man, schaut dir immer gern zu. Hey, danke, Patrick. Hey, guten Abend, Paul. Wunderschönen guten Abend. Danke, Schrödinger. Danke, danke. Ja, ist noch, ist kein Problem. Aber das wird noch. Spätestens ob dem nächsten Kelch wird es dann wirklich schwer. So, ich gehe kurz zurück in den Traum des Jägers. Okay, 1,5 Stunden. Ja, wir sind gut in der Zeit auf jeden Fall. Mo, gibt es eigentlich fixe Livestream-Tage oder wo bekommt man vorher die Infos? Das hier heute war nur Zufall, okay? Ja, Mo, ich bin ja berufstätig und darum ist es ein bisschen schwierig mit fixe Livestream-Tage. Ich streame nicht so oft, ne? Weil ich mache eher das, ich will eher so den Platin-Content bringen, aber ab und zu so möchte ich schon gern streamen, vielleicht zweimal in der Woche und das Ganze poste ich immer im Community-Tab bei YouTube quasi, ne? Auf mein Kanal Community, da poste ich immer rein, wann es so einen Livestream gibt, quasi. Mehr geht leider nicht. So. Ich bin ein Trottel, warum kaufe ich immer 60? Also wurscht. Ist egal. Eigentlich wollte ich mir die Einsicht aufheben, ich Depp. Darf Bobo, warum streamst du denn nicht auf Twitch? Ja, habe ich schon mal überlegt. Wie gesagt,
Duff Bobo, ich bin jetzt nicht so der Streamer. Ich muss mir ja immer überwinden, dass ich streame, auch wenn mir das vielleicht nicht klappt. Aber ja, ich tue mir da nicht so leicht mit Streamen. Es ist nicht ganz so mein Element. Weil ich finde, also ich persönlich bin ja so ein Typ, jetzt zum Beispiel, wenn ich Bloodborne spiele und dann streame, ich bin nur 50% konzentriert. Es ist einfach so. Das habe ich zum Beispiel bei meinem NG 100 Lauf letztes Mal gemerkt, ich habe so viele Fehler gemacht, ne? Wenn man quatscht, man liest den Chat und so weiter. Aber es macht dann eh immer Spaß eigentlich, also so ist es ja nicht. So. Again, nicht schon wieder. Killt mir das Viech. Okay. Okay, jetzt wird's kompliziert. Jetzt gibt's schon mehr Wege da. Jetzt gibt's schon mehr Wege. Was passiert, wenn ich das aufhebe? Hä? Nichts. Das Nichts nichtet. Gibt es eine geheime Wand? Da tatsächlich! Haha! Die erste Secret Wall! Geil! Schaut euch das an, Freunde. Ja, da war ich viel zu langsam jetzt. Da waren jetzt 5, 6 der Typen da. Grabschimmel 3, 4 Stück und da. Achso, die geben nur Blutedelsteine, brauche ich eh nicht. Drum, es zahlt sich aus, dass man die Kelche wirklich immer gegen die Wände hat. Ja, Schrödinger, jetzt immer drauf und irgendwann öffnet sich eine. Jetzt hätte ich eine Frage an euch zu Bloodborne, diejenigen, was Bloodborne auch gut kennen. Wisst ihr eigentlich, weil das weiß ich selbst nicht, ob die Kelche bis auf die Bosse, ob die random sind, also ob die praktisch zufällig immer anders sind? Weil das weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke mir, dass die von den Items her, oder? Dass die ein bisschen immer anders sind. Ritualblut, das ist genau den Stuff, was wir brauchen. Ja, schön wäre es gleich zweites Mal. Mo schreibt, fühl dich nicht zu regelmäßigen Streams verpflichtet, aber finde es cool, wenn du hin und wieder mal mit den Fans smalltalkst. Fans ist sehr, sehr gut gesagt, ja. Fans. Schrödinger, was bringt Einsicht eigentlich genau, außer Gegenstände kaufen und dass Gegner neue Fähigkeiten bekommen? Einsicht ist dafür da, dass man ja eben Gegenstände kauft und zu nicht mehr, ne? Dass man leveln kann und dass man halt wirklich dann in die Kelche ab, wenn Einsichtshändler so Gegenstände kauft, die was für die Kelche gut sind. Talblut 3. Wisst ihr jetzt nicht, was man mit Einsicht und halt, dass man mit anderen Spielern spielen kann, natürlich. So habe ich irgendwas vergessen. Maurice schreibt, werde mich für heute mal verabschieden. Hey, Maurice, ciao, danke, dass du dabei warst auf jeden Fall. Hat wieder mal Spaß gemacht, dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal. Hey,
Schönen Abend, Maurice, auf jeden Fall. Den Kelch machen wir fix noch. Dann schauen wir mal, ob es mich noch freut. Es ist erst 19:45 Uhr, noch nicht so spät. Alles klar. Ja. Und tschüss. Jack, servus Jack, mein Freund. Namenskollege. Guten Abend, Jack. Schrödinger. Danke, dachte, steht mehr dahin. Ja, ich meine, von der Lore, Schrödinger steht definitiv mehr vereinsicht, aber direkt im Spiel brauchst du das eigentlich nur für die Sachen. Marco, kannst du sagen, wann die XXL-Folge morgen kommt? War schon im nächsten Gebiet, aber die roten Pfeile nerven, okay? Ja, morgen kommt die XXL-Folge, Marco, und zwar um 16 Uhr. 16 Uhr, kompletter Menzies-Albtraum mit zwei Bosse und vier Trophäen morgen. Also alle Jägerwerkzeuge-Trophäe, ne? Dann. Die Trophäe der zwei Bosse und den Blutstein kriegen wir auch, den Blutbrocken. Dann können wir die Waffe auf plus 10 bringen. Das sind dann vier Trophäen. Jack, wir sind beim dritten Kelch von 5 in Ebene 1 jetzt. Das ist der dritte Kelch. So. Oh! Auf der Stiege parieren geht nicht. Man geht schon, aber Eingeweideangriff. Oh, jetzt haben die Gegner schon gut Leben, ne? Und wieder das Item direkt aus dem Arsch. So. Ja, Marco, morgen 16 Uhr, wie gesagt, genau. Und um 17 Uhr oder 18 Uhr möchte ich dann die Kelche weiter streamen. Circa um die Zeit herum. Dominik, Mist, ich muss um 21 Uhr wieder los. Kein Problem, Dominik, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Aber du bringst die Kelche ja nochmal in den Walkthrough, oder? Na, Dominik, das Video, also der Livestream, der kommt, der kehrt eigentlich zum Walkthrough dazu, weil ich habe mir eben gedacht, dass ich die Kelche live mache, weil die Kelche sind eben so dermaßen separat vom Hauptspiel, aber sie sind auf jeden Fall dann in der Playlist zumindest drinnen. Ne? Wird ganz normal beschriftet mit Bloodborne Walkthrough Part 14 Kelche live. Und ja, genau. So, haben wir wieder einen Raum. Ah. Komm nicht raus, komm nicht raus. Was ist das für ein ekeliges Vieh, Alter? Das habe ich auch noch nie gesehen, glaube Shit. Ja, das ist im Blattband ab und zu, wenn man hängen bleibt, bleibt man hängen. Man muss sich eingestehen, Leute, es geht nicht weiter. Man muss das Leben beenden, wenn man hängen bleibt im Blattborn. Das Leben geht nicht weiter.
Stückcheck macht noch wer. Was für ein Stück? Oder wie viel halten die aus? Und wo ist das Vieh jetzt hin? Man merkt, dass die Schwierigkeit da zunimmt, jetzt in diesem dritten Kelch, Ebene 2 oder Ebene 1, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Na, Ebene 2 sind wir schon, richtig. Viermal Quecksilberkugeln. Ist das eine geheime Wand? Nein. Einfach nur Nope. Ja, genau. Einmal den Blattborn sterben, Sio leben. Ah, das ist schon ein großer Kelch, muss man sagen, gell? Okay, jetzt darf ich den Fehler nicht machen, dass ich das Ganze zu leicht nehme. Komm her. Ja, zerschneide mich. Oh, fuck. Jei. Ja, genau. Hoppala. Jack schreibt, ich möchte gerne einmal wissen, wie Entwickler sich die Stimmen und Geräusche für die Monster ausdenken und sie gemacht werden. Das war echt interessant, gell? Das war wirklich cool, wie das Ganze hinter die Kulissen abläuft. Hast du diesen Dungeon gemacht, wo man jedes Mal 1000, wie viel? 100.000 Blutechos? Robert, nein, den kenne ich nicht einmal, muss ich ehrlich gesagt sagen, den kenne ich nicht, den Dungeon. Wäre aber sehr interessant. Schrödinger, wie viele Gegner dürfen es sein? From Software? Ja, so geil. Mo, die foltern schlechte Praktikanten und nehmen es auf. Ist auch geil. Wie viel muss ich machen? Alle. Ja. Hey, Wolfau! Jetzt ist der Superstar da. Der Wolfgang. Der beste Österreicher, was ich kenne. Jetzt haben wir was wirklich Geiles bekommen. Ganz wichtig. Darf ich nicht vergessen, das ist verlinkt. Darum sage ich es jetzt nochmal. Ich muss das verlinken. Schlechte. Werkstatt Schleierentzieher, damit können wir in der Werkstatt Schleier entziehen. Das ist richtig geil. Ja, der Wolfgang ist auch gerade dabei, dass er die Platin macht. In welchem Kelch, Wolfgang, ich bin jetzt aktuell, warte, ich kann das schon sagen, also der dritte Kelch von 5, das ist der, Moment, unteres P,
Puttermerianisches Labyrinth. Das ist er. Genau, unteres, richtig. Richtig, richtig, das untere. Wow, Alter. Fuck, das ist echt laut. Wie komme ich da hoch? Bro Freeze. Servus. Ich glaube, du bist jetzt neu reingekommen, oder? Hast du schon mal dieses ultra seltene Gegner gesehen, der nur in den Kelch-Dungeons auftaucht? Ja, Bro. Den habe ich bekämpft. Das ist ein Boss, den hat From Software nie ins Spiel gebracht. Der dürfte gar nicht mehr existieren. Haben es vergessen, den kann man tatsächlich bekämpfen. Das ist eine Mondpräsenz. Wie komme ich da hoch? Irgendwie, ne? Ah, mit dem Aufzug, ne? Ah, der ist kaputt. Treppen habe ich jetzt nicht gesehen, Wolfau. Aufzüge gibt es heute nicht. Aufzüge sind aus. Hey, wie kommst denn du runter? Hey, Kollege, kannst du mir dort sagen, was da nach oben geht? Okay. Bro schreibt, meinte eigentlich so ein Wurm, der ist so selten, dass man ihn in Lösungs, dass er nicht mal in Lösung. Okay. Na, Bro, den kenne ich nicht, den Wurm. Mondgesicht. Die Mondpräsenz. Na, das ist, die gibt gar nichts. Was tue ich da herin? Ah, ich gehe da rein. Na, die gibt nichts, Kevin, die Mondpräsenz. Das ist einfach nur so ein Boss, der was nie ins Spiel geschafft hat und From Software hat den vergessen. Und irgendein Typ hat den einmal in irgendeinem Kelch gefunden und seitdem ist es bekannt, kann er jeder spielen. Wissen des Verrückten. Alles klar. Ah, da haben wir Treppen, ne? Dickes Kalbblut. Zwillingsblutstein. Zwetschgenblutsteinscheibe. Ups. Sind wir jetzt hier oben? Ah, jetzt sind wir richtig. Hast recht gehabt, Wolfgang. Danke, Wolfau. Der Eiermann, ja genau richtig. So, Kollegen. Ja, ich kann schießen. Geil. Schichtwechsel. So, gehen wir da rein. Fick dich. Na! Ah. Okay, ich hab's begriffen. Patrick schreibt, ich bin eigentlich relativ neu im Souls-Game unterwegs. Ich habe zwar schon früher Videos von Dark Souls geschaut, aber richtig angefangen erst mit Demon Souls. Ja, du hast nur so viele schöne Stunden vor dir, Patrick. Ian McFinnigan, das ist ein guter Typ, den kenne ich auch noch von früher. Servus und nicht zu viel fluchen. Wolfi schreibt, ich finde der Unterschied, der Schwierigkeitsgrad zwischen Kelch 3 und 4 ist extrem. Absolut richtig, Wolfgang. Kelch 4 und Kelch 5 ist unendlich schwer. Ist echt schwer. Morpheus, Servus Morpheus. Geiler Name, by the way. Servus. Wie viele Missionen gibt es bei den Kelchen? Hab Platin-Trophäe schon, aber die Kelche habe ich noch nicht gemacht. Dann kannst du die Platin-Trophäe noch nicht haben, Morpheus, weil die Kelche muss man machen für Platin. Weil man muss die Königin besiegen. Oder du hast das vielleicht schon mal gemacht und hast es vergessen. Achso, da waren wir schon. Ja, es gibt.
Nein, es gibt kein Platin ohne Kelche. So, gehen wir raus. Müssen wir wieder hoch? Gibt es nicht. Ah, cool, Patrick. Ja, Kevin gibt es nur mit Kelche, weil die Trophäe besiege die Königin der letzten Kelchstufe, lässt eventuell erahnen, dass man die Kelche machen muss. Ich weiß nicht, ob das geht, Jack. Keine Ahnung. So. Jetzt nochmal. Gamerware, sag mal was, Kevin. Das ist gemein. Wahnsinn. Echt jetzt? Na, oder? Da ist nix. Hä? Hey, Mahlzeit, Wolfau? Da ist nichts, Leute. Wirklich nichts. Okay. Alles klar. Ah, du bestellst dort, Kevin. Okay. Blutfiole? Blutfiole. Ich glaube, ich brauche eine Blutfiole sagen, weil es da nur Blutfiolen gibt. Na, gibt es einen Seil-Molotow? Und Blutfiole. Das ist böse mit die Dinger da. Oh fuck. Ah, den hat's jetzt massiv zur Seite geschleudert. Ah, das war umsonst, das war für nichts. Oh! Dieser. Ah, tot! Tot. Ja. Tot, tot, tot. Die machen Aua im Eck. Ja, Kevin, ich gebe dir recht. Ich finde Seil-Molotow ehrlich gesagt auch sehr unbrauchbar. Vielleicht im PvP, ich weiß es nicht. Scheiße, jetzt muss ich da wieder hinlaufen. War das im Extraraum drinnen? Natürlich war das im Extraraum. Stückcheck hier. Das war echt extrem bescheuert von mir, Leute. Oh, wir finden gleich wieder hin. Erst Haberer! Mr. Sandman. Ja. Schrödinger, oh, wow. Man kann nicht eine Sekunde in Chat schauen. Ich denke mir oft, wie machen die so große Streamer, ne? Die was so wie ja, die was wirklich tausende Zuschauer haben, dass die wirklich in den Chat schauen und gleichzeitig zocken. Es ist für mich das Unbegreiflichste. Na gut, die ganz Großen schauen ja gar nicht mehr in den Chat, ne? Die schauen nur mehr in den Chat, wenn man fett donatet.
Ja, genau, Mr. Sandman, bring me a drink. So, wir sind wieder da. Grüß dich, Leute. Morgen. Ah, oh, okay. Boah, ich sag's euch, Leute, ich spüre gerade Scheiße. Die haben absolut schlecht geschlafen, Jack. So, das sind meine Blutechos, sehr gut. Ah, danke. Mo, myself and I schreibt, die ganz Großen schauen nicht mehr ins Spiel, lesen nur den Chat und spielen blind. Ja. Ja, kann sein, hast recht. Morpheus. Komisch, ich habe nachgeschaut, ich habe 100% gemacht, vielleicht doch mal ziemlich weit gespielt. Ja, wahrscheinlich hast du die Kelche schon mal gemacht, Morpheus. Ist lange her, ja, ist doch vor 2015 das Game, ne? Eine seltsame Mäßigung, Donsblut-Edelstein. Muss sagen, das beste Game ever. Amen, Kollege. Muss ich mal schauen, was ich da gemacht habe. Ja, hast sicher mal die Kelche gemacht, geht ja gar nicht anders, ne? So. Schön wäre es gewesen. Mit den Kelchen sind es 5 bis 6 Missionen, je nachdem, ob man dann noch Materialien braucht, Morpheus. Was bin ich jetzt für das? Bin ich da rein oder was? Ich meine, das ist nicht schlecht, ne? Aber. Okay, da ist dann nichts mehr. Haben wir schon die große Truhe gefunden? Ich weiß gerade gar nicht. So deppert kann auch noch ich sein. So, gehen wir zum Boss. Hallo. So, wieder mal nicht den Hauch einer Ahnung, was da auf mich wartet. Kommst du mit mir oder warum bist du da? So, Boss Ebene 2. Ah, schon wieder er. Oh je, der ist böse. Boah, der macht Schaden, Alter, Wahnsinn. Kann man den parieren? Ich weiß es nicht einmal. Ich weiß nicht, ob man den parieren kann, Leute. Ich weiß nur, ich bin gestorben. Weil der viel Schaden macht. Also ich musste Rote Gelee zweimal farmen, weil ich viermal brauchte. Ja, kann sein, dass wir einen Kelch doppelt machen müssen. Hast recht, Dominik. Habe ich mir in einen Dungeon gefarmt. Zur Verfügung steht, genau wie Lugarius Rat und Chicago. Okay. Okay, der Boss ist eigentlich ziemlich stark. Ich weiß auch nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man den parieren kann, wie gesagt. Keine Ahnung.
schon ewig nicht mehr gegen diesen Boss gespielt. Ich habe es da versucht, dass ich unter ihn durchdodge. Absolut falsches Timing. So, dann probieren wir es wieder. Okay, man kann ihn nicht parieren, oder? Boah, okay, der war geil. Der war gut. Oh Gott, durch den kann man nicht dodgen. Wow, okay, das ist ein mega Move. Na, kann ich nicht parieren, geht nicht. Heftiger, geiler Dude, Alter. Okay, so kann man dodgen. Na, fick dich, Bruder! Ey, Dicker! Das ist aber jetzt... Jetzt wird's persönlich. Aber der Boss ist geil. Der ist richtig geil. Boah, der taugt mir. Solche Bosse gehören eigentlich ins Hauptspiel, ja, weil das sind gute Bosse. Robert und tun die... Achso, ich bin da irgendwo. Hoppala, ich bin da gar nicht mehr. Moment. Bittere Pille, ja, absolut. Okay, aber der macht Spaß, der ist geil, der gefällt mir, der Boss. Das ändert nichts daran, dass er mich schon zweimal getötet hat, der Sack. So, du Arsch. Ich hab meine ganzen Blutechos, by the way, verloren. Ja, so geht's. War das gerade ein One-Hit? Ich glaube, das war gerade ein One-Hit. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute. Schreit einer im Wund. Alter, hey. Warum? Warum? Warum One-Hittet mit dir? One Punch, ja, meine Seelen, null. Okay. Der one-hitted me. Ja, Schrödinger, Punkt, 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 ist wahrscheinlich sehr angebracht. Der hat mir vorhin auch nicht gewonhittet, oder täusche ich mich da jetzt? Ja, cool, Bloodborne nochmal neu erleben. Ja, der ist ein bisschen sauer. Alter, ihr habt so einen Respekt, das ist so schlecht. Alter, der Schaden! Okay, jetzt wissen wir's, dass du ein Arschloch bist.
Wahnsinn, Alter. Das. Ja, der war geil. Nutze die Macht, check. Ich habe die Macht genützt. Aber der war wirklich cool, der Boss. Ja. Okay. Boing. Danke, Max. Geiler Boss. Danke, Dominik. Ja, das war jetzt überraschend tödlich. Überraschend tödlich, aber das ist das Geile an die Kelche, weil wenn man Bloodborne schon so oft, danke Schrödinger, wenn man Bloodborne schon so oft durchgespielt hat, dann wieder mal die Kelche machen, macht richtig Spaß, weil ich weiß eigentlich nichts mehr, ne? Außer was zu tun ist, um die Platin zu bekommen, aber welche Bosse kommen und so. So, letzte Etage für diesen Kelch. Okay. Nee. Gewaschen, gefalten und gebügelt. Top seriös, ja genau. Nutze die mal, okay. Ah, der Patrick ist nebenbei. Recht hast du, Patrick. Tatsächlich. Geil. Schon wieder eine Secret Wall. Oh, da gibt's feine Sachen. Da gibt's feine Sachen. Ritualblut 4, herrlich, genau das brauche ich. Was haben wir da Schönes? Handgelenk des Weisen, super. Ja, gut, auch Kugeln. Das war jetzt. War's das, oder? Mal ausleuchten, aber ich denke, das war's. Aber es war schon sehr erfolgreich mit Ritualblut 4. Das ist natürlich geil. Das Hauptproblem, Leute, wird dann im nächsten Kelch der Bastard von Loran, weil den gibt es halt nur im leidenden Loran-Kelch, sprich, man muss den auch zwei Stufen machen. Das Kelch, praktisch das Kelchmittel, der Bastard von Loran, Kelchritualmittel oder wie man das sagt, keine Ahnung. Bin jetzt falsch gelaufen. Ja, Schrödinger, da bin ich eh sehr froh, dass es kein Mimik gibt, ehrlich gesagt. Warte mal. Aha, okay. Dann gehen wir da rein. Oh! Das ist schon mal der Teaser. Da kommt Rom. Rom, die geistlose Spinne im Kelch. Oh je, die ist nicht leicht, weil da ist sehr eng. Da kommt Rom, oje, da bin ich gespannt. Oh fuck! Okay. Ja, alles klar. Oh Gott.
Heul nicht drum, genau so ist. Okay, jetzt wird's schwer. Fuck. Hoppala. Okay, ob jetzt werden die Kelche unangenehm. Ich wollte eigentlich die Tussi finden, was die beschwört. Ne? Hab's nicht gefunden, by the way. Wie man vielleicht gesehen hat. Okay. Chillt mal. Die Hundis mit den roten Augen kommentieren das Ghostbusters 1, ja. Ich glaube, in Ghostbusters waren sie nicht ganz so aggressiv. Da steht sie eh, die Tussi. Blöder kann man nicht sehr als wie ich. Blöder kann man gar nicht sein. Aber wenn man es jetzt vornimmt, hey, ich bin der deppeste Mensch der Welt, kommt man trotzdem nicht an Mitsubi. Kommt man trotzdem nicht an mir vorbei. Ah! Okay. Ja, da steht einmal so ein Miniboss einfach. Ich brauche eine Treppe nach oben. Okay, jetzt ist doch endlich mehr Ruhe, oder? Ja, jetzt haben wir Ruhe. So, jetzt sind die Gegner natürlich schon stärker. Jetzt muss ich natürlich auch langsamer spielen, also ruhiger. Ich steck fest in der Stiege. So, das ist aber gut, weil das ist zwar nervig. Aber ich brauche die Arkanschleier brauche ich da. Okay. Damn. Ja, im Bergenwerf haben wir genau eine einzige von solchen Wesen. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr. Was?
Ja, genau. Das ist... Oh Gott, ich mach so wenig Schaden. Das ist wirklich eine Klaffdrache für Arme, Schrödinger. So, wo ist jetzt die blöde Hexe? Jawohl. Hey, Jack, danke fürs Vorbeischauen. Den Kelch mache ich für heute noch fertig und dann geht's morgen weiter mit dem Stream. Ciao, Jack, bis zum nächsten Mal. Oh. Es war nicht intelligent. Warum sind da zwei von den Viecher? Hey! Dia, Fenisif, bis da dahin. Ciao! Okay, verpiss dich! Oh fuck! Oh fuck, Alter! Hundi! Hey! So, jetzt habe ich noch ein kleines, wie sagt man, Hühnchen zu rupfen mit einer depperten Besitzerin. Hallo Lady, ich kann nicht erkennen, ob die jetzt mein Gesicht gegen mich steht, oder? Keine Ahnung. Schaust du zu mir oder schaust du weg? Ich glaube, du schaust weg, gell? Wiedersehen. So, jetzt, wo hat der seinen Arkanschleier fallen lassen? Nirgends, okay, super. Jawohl, so, jetzt haben wir da mal genug gefarmt von die Sachen da. Gehen wir weiter. Da. Nein. Okay, da steht noch. Ah, da stehen nur zwei. Na, die lasse ich jetzt mal aus. Arkanschleier kann man übrigens in Bergenwerf auch sehr gut farmen. Da tut man sich leichter. Da farmt man immer den einen Typ da ab, der was da steht, vor dem Boss, ne? Also diese Schlange da quasi. So, von da bin ich gekommen, genau. Ah, da kann man sich sogar wen beschwören. Voila! Valhalla Rising. So, dann gehen wir da rein.
Das ist Ebene 3, genau. Ebene 3 vom dritten Kelch, sehr gut, ja. So. Aha, okay. Oder wir nehmen die Tür. Ah, da haben wir schon einen Hebel. Sehr geil. Immer noch dran. Was meinst du, Kevin? So. Gut. Dann zeigen. Oder was? Laufen wir da noch weiter? Vielleicht haben wir irgendwo noch versteckte geheime Wand. Aber ich denke eigentlich, dass da nichts mehr ist, ne? An jede Wand schlaget. Ja, den Kelch mache ich noch, Kevin. Okay. So, es geht kurz zurück in den Traum. Levelt hoch, macht den Bonusraum und dann geht's zu Rom. Oh, ich hab nicht einmal mehr Blutechos, die muss man jetzt kaufen. Ah, Blutfiolen. Schrödinger, das ist die Kanehurst-Rüstung. Schloss Kanehurst. Servus, Wolfi. Ja, Wolfi, der Kelch wird jetzt schon langsam. Der Kelch wird schon langsam schwach. Was war das jetzt für ein Schwachsinn? Ja, Kanehurst ist super, Wolf, stimmt. Nimm's da, Wolfgang. Geil, geil. Kevin, das siehst du beim morgigen Part, wie das Ganze zustande kommt. Ja, meine Waffe ist schon sehr kaputt. Ah, du tragst die Maffe, die Maske von Eileen, der Krähe gegen Wahnsinn, okay. Okay, verstärken geht nicht. Reparieren haben wir schon. Blutedelsteinverstärkung. Haben wir irgendwas Besseres? Ah, da vielleicht. Ah, Waffenhaltbarkeit minus 47,3. Das ist echt schlecht. Schlechter negativer Wert. Ey, tu es trotzdem mal rein. Und das ist. Ah, das ist natürlich sensationell. Von 216 auf 259. Das ist super. Das hat Sinn. So. Jetzt holen wir mal Stuff raus. Perfekt. Dann mal leveln. Ja, man erwartet auch. Geh. Nun gut, lass. Ah, Level Up geht's ja aus. Das ist traurig. So, dann geht's zum Endboss dieses Kelches. Zuerst nur der Bonusraum natürlich, weil der ist ganz wichtig. Und dieser Boss droppt auch schon dann den verfluchten Kelch.
dieser Boss droppt schon den verfluchten Kelch und den machen wir dann morgen um 17 Uhr und der wird so richtig hart, der wird so richtig mies und so richtig eklig. Weil da hat man nur Hälfte der Lebensenergie bei viel schwereren Gegner. Das ist richtig übel. Hey Weiko, servus, Kollege. Schön, dass du vorbeischaust, nur Weiko. Ja, haben wir einen Bonusraum. Hast heute angefangen mit Verfluchten? Schrödinger, der Arkanschleier, der bringt, das ist, ja, Grendigwolfe, voll schwer. Der Arkanschleier ist Kelchmaterial, was du brauchst für Kelche, ne? Was war das? Ah, das ist eine Falle. Ah, so funktioniert die, okay. Was tust du da? Psst! Leise sein, ne? Arschloch. Der ist gegen die Superliga anscheinend. Oh Gott, die macht fast keinen Schaden mehr. Okay. Danke für nichts. Ich mach fast keinen Schaden mehr. Ich brauch ein paar gute Blutedelsteine. Wolfi, welches Level hast denn du? Welches Level hast du aktuell im Bloodborne? Ja, Patrick, ist schon wieder vorbei. Na, Loran habe ich noch nicht gemacht, Wolfi. Loran braucht man nur bis zur zweiten Station machen für die Bestienklaue, für die Waffentrophäe. 165. Oh, fick dich, Alter! Boah! Ah, super! Oh, Scheiße! 165, ja, ich bin Level 87. Ich werde sowieso morgen noch 20 Level oder so farmen. Okay! Ja. Das war jetzt bitter. Was? Jack erschrickt sich wegen den Spinnen und ich mich wegen den Schrei. Tut mir wirklich leid. Wie ein kleines Mädchen habe ich jetzt geschrien, ne? Wie ein kleines Mädchen. Aha, okay. Boah, Alter, die Hunde springen. Sitz, sitz, sitz. Platz. Der wird so fix eingeschläfert, der Wichser. Check, woher kommst du aus Österreich? ZJ Werkt, ich komme aus Steyr in Oberösterreich. Scheiße, warum bin ich jetzt gestorben? Hab die Bestienklaue geholt, Trophäe nicht bekommen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich in 3 NGs die Fackel am Anfang nicht mitgenommen habe. Ja, das kann leicht passieren,
dass man irgend so ein random Ding vergisst. Was war das bitte? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das war jetzt geil. Oh Gott, Katastrophe. So, da ist ja gar nicht der Raum. Die haben auch Feuerpapier. So deppert ist aber auch noch nie wie runtergeflogen. Wo ist der Hund? Österreicher einfach Ehrenmensch. Bist gerne in Österreich, Patrick? Einfach Chris nennen. Okay, passt. Nenne ich Chris. Ich weiß, mein Name ist ein bisschen kompliziert. Wäre auch interessant, dir 2 Minuten nur mit deinem Dialekt zuzuhören. Glaub mir, du würdest wahrscheinlich nichts mehr verstehen, Chris. Alles klar. Na, ist klar, ne? Ist klar. Komm, Spider-Man. So, jetzt, komm. Geh, ich sehe nicht einmal was. Geh. Ich sehe dich nicht. Na, endlich, ey. Peinlich. Scharfer Dunstblutedelstein, das ist interessant, interessant. Fenethith, meine Lieblingswaffe ist das Lucarius-Rad. Und der Boomhammer und so die Standardwaffen muss er in Platinum Walkthrough nehmen, und zwar die Jäger, also Sägespeer und die Jägeraxt. Ah, der Patrick kommt immer gerne nach Österreich, das ist richtig geil. Wörthersee und glaube, ja, ist echt schön dort. Ja, der Dialekt, viele sagen nicht, dass der interessant ist, nur verstehen tut man dann halt leider nichts. Ne? Weiko schreibt, gerade bei deinem Part 5 im Bloodborne angekommen, du machst gerade Endgame-Content, oder? Das ist nur, das sind nur die Kelche, Weiko. Das kannst du ruhig ansehen. Die Kelche haben nichts mit der Story oder mit allgemeinen Spiel praktisch zu tun. Gehört zwar zum Platinum Walkthrough, aber ist sehr separat, kann man sagen. Ne? So, Quecksilberkugeln. So, wir dürfen nicht vergessen, ich bin da eigentlich nur in der Schatzkammer aktuell. Wow! Alter! Warum schreckt es mir heute so oft? Ich meine, gut, der steht da geschissen da, der Haberer. Ich seh nix. Endlich. Ah.
Habe Destiny mit Österreichern gezockt, das ist geil, ja. Red mal Dialekt gescheit, glaub nicht, dass es so schlimm ist wie im Burgenland. Ja, Kleriker, wenn du Dialekt redest, ist natürlich viel schlimmer. Ritualblut 4, danke, du fette Sau. Ich sehe nichts, Alter. Ah, da drin ist was. Ah, Scheiße. Ja, warum tue ich so deppert? Wie ein Mädchen. Wie ein kleines Mädchen, aber es ist irgendwie. Warum sind da so viele Romspinnen jetzt schon? Warum sind da so viele Romspinnen? So die Scheiße. Und noch viel schlimmer ist, warum sind Romspinnen, wenn ich es am Arsch haue, nicht One-Hit. Das ist nicht gut. Schrödinger, der From-Software-Schrei ist das, den hat jeder, ja. Auch ich habe damit meine Freunde in der PS-Party erschreckt. Patrick schreibt, was ist eigentlich dein Musikgeschmack? Ich bin ein riesengroßer Fan von Austropop. Das ist wahrscheinlich nicht so für Begriff. Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Ludwig Hirsch, Reinhard Fendrich, Falco. Falco ist mein Lieblingsmusiker. Zwei Kumpels von mir kommen aus Wien und es ist einfach urwitzig, denen zuzuhören, wenn die reden auch. Ja, Chris, aber Wien ist anders. Mehr sage ich nicht. Wien ist anders. Ich hoffe, man versteht mich wenigstens, wenn ich stream. Ja, ich finde das voll angenehm, Kleriker, wenn du streamst. Du musst sowieso öfter streamen. Weil du kannst ja auch sehr gut Hochdeutsch. Nein, du redest eigentlich eh Mundart, gell? Du redest Mundart. So, ist da sonst noch irgendwas? Wie findest du den Song Ischgl Fieber? Ich schwöre, den kenne ich nicht. Ja, woe, Fee. Austropop Rules. Ihr müsst, was mache ich da? Warum? Warum passiert das gerade? Ich weiß es nicht. Scheiße, der Trottel. Ein Abyss Watcher verlorener. Nicht mit mir, mein Freund. Ich meine, normalerweise schon mit mir, wie wir jetzt gesehen haben, aber ausnahmsweise. Genau, Kleriker. Grabschimmel 3. 4 Stück. Unendlich geil. Leider kommt die Österreicher nicht gut weg. Okay, da bin ich sehr gespannt. Horchen wir sicher an. Oh fuck. Oh. Was bewacht der? Gar nichts, oder? Der steht einfach nur da und will einfach nur gemütlich dick sein. Hey, Tanzverbot. Ein Bild für Götter, ne? Ah, da geht's raus. Oh fuck. Na. Ah, du Trottel. Du bist von vorher noch da, gell? Alles klar, Kollege. Slayer Raining Blood. Richtig, Kleriker. So, wir hätten das geklärt, ne? Na, doch nicht ganz. Jetzt können wir zum Boss gehen eigentlich. Aber da haben wir noch einen Raum. Oder war er da schon? Ich weiß es nicht. Ist das wieder so eine Verarsche wie vorhin? Schaut so aus. Ah, da steht was. Ritualblut 3, okay.
War da nur diese eine Kiste? Schaut so aus, gell? Okay, alles klar. So, dann nehmen wir Zeichen eines starken Jägers und gehen zum Boss. Das wird jetzt echt nicht leicht. Das muss ich wirklich sagen, weil Rom ist für mich im Spiel einer der leichtesten Bosse. Im Kelch ist sie sehr, sehr scheiße, weil der Platz sehr eng ist. Ne? Kurz zurück. Das wird jetzt nicht angenehm. War gestern First Try. Sage dir was, Wolfgang. Siehst du meine Seelenstufe? 87. Wie viel hast du? 165. Ins Bett mit dir und denk drüber nach. Ah, schade. Ah, nein, geht nicht mehr. Waffe reparieren. Boah, 720, okay. Ja, ich muss den Stein dann unbedingt wieder rausgeben. So, da packe ich mir jetzt rein. Rechtsläufige. Dank Launchspur brauche ich absolut nicht. Linksläufige und... Ja, Toni Troster ist nicht schlecht wegen einem Blitz, gell. Aber ich habe nicht aufgewertet. Was nehmen wir noch? Ja, die zweite linksläufige passt schon so. So, Blitzpapier. Der schlimmste Boss ist der nach den himmlischen Gesandten. Ebretas, ja. Ja, der Markus schreibt sehr genau, Ebretas. Kniet nieder vor dem Meister Socek und Gemeinde, schönen Abend. Hey, Dominik, danke fürs Dabeisein. War richtig leibend, dass du vorbeigeschaut hast. Ciao, Dominik, schönen Abend. Kam nicht auf den Namen. Ebretas, Tochter des... bin ich steppert. Doch, Tochter des Kosmos. Ebretas, Tochter des Kosmos. So, dazu rüsten wir uns aus. Die Kanone. Kann ich die Kanone verstärken? Nein, geht nicht. Ich finde Ebretas ziemlich einfach sogar. Ich finde den Logarius zum Beispiel viel schwerer vom Hauptspiel. New Game bei dir, Wolfi. Genau, Ebretas, stimmt. Hä, hey, das ist cool, Chris. Ja, mach Platin. Ich sag, Bloodborne ist keine schwere Platin, bis auf die Kelche. Und ja, das DLC braucht man nicht. So, Boss-Time. Na, aber nicht in die Richtung. Ruf von Ebretas, der ist, das ist das Einzige, was wirklich sitzt, wenn das trifft, ne? Ja, zweite Phase, Logaris, ja. Heftig. Die sind nur zu empfehlen, die Videos, hey, ist echt leibend von dir, Kollege. Danke. Ah, da könnten wir unseren Rufen, machen wir natürlich nicht. Oleg. Oleg Geleck. Ja, das ist verschieden. Viele sagen auch, dass es ist eigentlich ziemlich witzig, was ich sage, weil das jetzt gerade nicht der Fall ist, aber viele sagen, Rom ist schwer. Rom aus dem Hauptspiel ist für mich ein sehr leichter Boss.
Dafür tun sie andere mit Bosse extrem leicht, wo ich immer denke, Alter, wie, ne? Ah, Scheiße. Was? Geht das gleich los? Das sind nicht One-Hit. Das ist das Beunruhigendste eigentlich. Wow. Es ist so eng da herin. Okay. One hit. Nur, dass ich Bescheid weiß, warum ist man One hit? Die leichteste Platin von From Software hat meiner Meinung nach wirklich viel Spaß beim Spinnekacke werden, ja. Leichteste Platin hat für mich Bloodborne von alle FromSoft Spiele. Die schwerste. Ja, Sekiro hat eigentlich keine schwere Platin, das Spiel ist nur schwer. Schwerste Platin hat wirklich vielleicht Dark Souls 3, also die langwierigste mit die ganzen Eide. So. Gefick dich. Ja, es ist cool, Chris. Das ist nett von dir, ja. Ich werde auf jeden Fall zu jedem Spiel zumindest ein Platin Walkthrough machen. Servus, grüß dich. Ich habe was vor. Ja, das war ein Fehler. Meinen Schaden erhöhen, darum muss ich die. Die beste Bluttablette auffüllen. Es war peinlich. Perfekter Schaden! Fick dich! Und down! Jawoll! Hey, und Trophäe erhalten, Blutedelsteinmeister. Weil wir einen Blutedelstein erhalten haben, der was über 15 ist. Trophäe Blutedelsteinmeister. Geil. Also bei Rom kann ich nur empfehlen, ladet euch eine Bestienbluttablette beim Schädel auf, ne? Und dann einfach drauf. Macht so viel Schaden. Richtig geil. Yes. Wir haben eine Trophäe auch noch bekommen. Danke, Markus. Haben wir eine Trophäe auch noch ergattert? Das ist richtig cool. Danke, Weiko. Blutedelsteinmeister.
Jetzt muss ich gleich schauen, was das für ein Blutedelstein ist. Ah, so motivierend. Bloodborne ist wieder gerade richtig geil. Das ist einfach das beste Spiel ever. So, schauen wir mal, was wir da für einen geilen Blutedelstein bekommen haben. Da. Oh, mit 15 müsste ich eigentlich einen haben. Da, da. Den da. Physischer Angriff plus 22,1. Ah, Schrödinger, gehst auch noch zur ROM. Super geil. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, Kollege, auf jeden Fall. So, Blutedelsteinverstärkung, schauen wir gleich. Na gut, das ist der 14er. Ne? Ja, der hat den depperten Nebeneffekt. Nee. Also, der passt auf jeden Fall für mich jetzt da nirgends rein. Ah, der ist eigentlich sehr schlecht. Okay, egal. Komplett egal. So, dann können wir den Kelch da schließen. Und jetzt schaue ich schnell, was wir für einen Kelch als nächstes brauchen. Was habe ich jetzt für einen gehabt? Oh mein Gott. Ich bin der dümmste Mensch der Erde. Leute, macht's mir das ja nicht nach. Ich habe jetzt den größten Fehler gemacht, was man machen kann. Scheiße. Ah, ich habe gerade einen riesengroßen Fehler gemacht. Das war jetzt zu voreilig. Ich dummer Trottel. Und zwar, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss schnell nachschauen. Scheiße, Mann. Okay. Okay, ich habe Fail. Da hat es eine vierte Ebene gegeben. Die Adalas-Bestie kommt da noch. Und ich habe den Kelch jetzt schon geschlossen. Sprich, ich habe gedacht, der Kelch ist durch, aber es gibt da noch eine vierte Ebene. Ich habe das jetzt komplett vergessen. Sprich, ich muss den ganzen Kelch nochmal machen und ich bin mir sicher, ich habe auch die Materialien nicht mehr dazu. Das ist bitter. Natürlich habe ich nur, ja gut, ich brauche noch zwei Ritual. Ja, muss ich alles nochmal machen und mir fehlt sogar die Materialien, dass ich Ritualblut 3 praktisch fehlen mir zwei Stück. Das tut weh, stimmt Schrödinger, das war richtig doof. Ich habe echt gedacht, dass, ja, die kann man vielleicht kaufen, ich glaube zwar nicht, aber es ändert nichts, dass ich den Kelch nochmal machen muss. Den mache ich aber dann off-cam. Ah, scheiße, das ist richtig scheiße. Na, Ritualblut 1, ich muss sogar zwei Kelche nochmal machen, weil mir das Material fehlt. Ja, es ist natürlich scheiße. Ja, das passiert halt beim Live-Scheißtrick, ne? Na, da gibt's nichts. Nur im NG, ja. Okay, dann kann ich jetzt nicht weiterspielen, aber ich hätte sowieso jetzt aufgehört. Ich werde jetzt off-cam. Eigentlich bist du ja wieder spielen und dann müssen wir morgen 17 Uhr Livestream, zweiter Teil von die Kelche. Werden wir die Adalas-Bestie besiegen in vierten Etage und dann die letzten zwei Kelche machen. Naja, der macht nichts, Schrödinger. Macht nichts. Aber ist natürlich jetzt schon scheiße.
Hey Leute, ich sag wirklich danke fürs Dabeisein. War wieder richtig geil mit euch tratschen und ein bisschen mit euch da philosophieren über Games und über Souls-like und so weiter und so fort. Wer morgen dabei sein will, 16 Uhr. Wer einfach im Platinum-Walkthrough schauen will, ob 16 Uhr ist der nächste Part online, 17 Uhr dann live. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, Leute. Bis morgen vielleicht. Gut, ciao, baba. Geiler Gandalf, das ist richtig geil. Ciao, pfiat euch.